Stunde nutzen, um Ihnen mal einen groben Überblick über die entsprechenden Facetten zu geben, die dort von Belang sind. Das ist natürlich ein Thema, was, ich will nicht sagen abendfüllend, sondern eher tagfüllend ist. Also da können Sie ein oder zwei Tage drüber referieren. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass dieses Webinar allenfalls eine Art Teaser sein kann, um sich ein bisschen Geschmack abzuholen, was da alles drin hängt, arbeitsrechtlich, wo da Konflikte entstehen können. Und bei einem entsprechenden Interesse muss man da eben im Zweifel nochmal nachlegen und sich dann eine intensivere Schulung abholen, die auch von mir in Zusammenarbeit mit Integrata angeboten wird. Ich überlege gerade, wie ich dann hier weiterklicke. Am besten direkt reinklicken in die Folie Ja, okay, alles klar. oder auf Enter-Taste geht auch. Ja, oder so. Alles klar. Ja, noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt und daneben auch Partner bei CMS Hasche Siegle. Ich hoffe mal, dass eine überwiegende Anzahl der Teilnehmer unser kuscheliges Unternehmen kennt. CMS Hasche Siegle ist die größte Wirtschaftskanzlei in Deutschland mit über 600 Berufsträgern, allein 80 davon, die sich so wie ich im Arbeitsrecht umtreiben und auch nichts anderes machen als den ganzen Tag arbeitsrechtliche Fragen beantworten, unter anderem als Beratungsschwerpunkt auch Social Media, daneben aber, ich habe es jetzt mal als flexible Arbeitsprozessgestaltung genannt, also sprich den Bereich Werkvertrag, Zeitarbeit abdeckt und daneben noch kollektives Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht und Tarifvertragsrecht, aber auch betriebliche Altersversorgung. Weitere Angaben zu meiner Person finden Sie auch auf dem Chart, das ich Ihnen gerade aufgelegt habe. Also ich publiziere relativ viel in einem arbeitsrechtlichen Praxishandbuch, gebe einen Kommentar zum Arbeitnehmerbelastungsgesetz mit heraus und halte regelmäßig auch Vorträge, so wie diesen jetzt hier über das mit Integrata durchgeführte Webinar, um dann entsprechende Themen auch arbeitsrechtlich vermitteln zu können. So, genug der Werbung. Dann würde ich ins Thema reingehen. Inwieweit hat Social Media Berührungspunkte mit dem Arbeitsrecht. Und ich habe Ihnen hier mal beispielhaft einige Punkte aufgeschrieben, die wir, wie gesagt, heute nicht in extenso bearbeiten und darstellen können. Aber damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, dass doch relativ viele Punkte relevant sein können, die sich aus dem Arbeitsrecht ergeben und dann zu gewissen Konfliktsituationen führen können, unter anderem kann man sich die Frage stellen, sind Arbeitnehmer verpflichtet, sich in Social Networks anzumelden? Stichwort, muss man einen Xing-Account anlegen, um dann sozusagen nach außen hin die Zugehörigkeit zum Arbeitgeber zu dokumentieren? Was ist mit Surfen während der Arbeitszeit? Darf man das im Internet? Darf man sein Mobile Device, darf man das dann auch privat nutzen für E-Mails? Was die Praxis immer stark umtreibt, und da kommen wir gleich schwerpunktmäßig drauf, was ist mit unternehmensschädlichen Äußerungen von Mitarbeitern in Social Networks. Weiteres Thema, was auch zunehmend praktischer wird, was ist mit Verrat von Geschäftsgeheimnissen in derartigen Plattformen? Also das ist das sogenannte Social Engineering und mittlerweile gibt es da durchaus, wie man sagen, professionelle Tendenzen, um dann Geschäftsgeheimnisse auszuspähen unter Fake Identities. Wird dann Kontakt aufgenommen und dann entsprechende Geheimnisträger in Gespräche verwickelt, um dann nachher entsprechende Informationen vertraulicher Natur abzusaugen. Zwei weitere oder drei weitere Stichworte: Whistleblowing über entsprechende Plattformen und insbesondere auch das Recruiting, was auch Herr Nienaber gerade schon angesprochen hat, das berühmt-berüchtigte Active Sourcing, was auch natürlich primär über die Social Networks abgebildet werden kann. Da werde ich auch ein paar Worte sagen, wie das rechtlich einzuwerten ist. Und anderes Thema auch noch, Bring Your Own Device, ebenso abgekürzt wie dort stehend, hat natürlich auch entsprechende Berührungspunkte im Hinblick auf arbeitsrechtliche Fragestellungen. Das nur als grober Überblick. Ich würde starten wollen, wie gerade angekündigt, mit dem Thema unternehmensschädliche Äußerungen im Web 2.0. In diesem Zusammenhang allgemein dargestellt, was haben wir hier für Pflichten? Auf der einen Seite aus dem Arbeitsverhältnis herrührend die Pflicht des Arbeitnehmers, den Ruf des Arbeitgebers nicht zu beschädigen durch entsprechend ehrenrührige
Äußerungen, das ist eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis, auf der anderen Seite und für den Arbeitnehmer streitet dann das Recht auf freie Meinungsäußerung, das grundrechtlich geschützt ist und in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert hat. Und davon ausgehend ist auch grundsätzlich berechtigte Kritik, auch öffentlich geäußert, am Arbeitgeber zulässig. Und in diesem, ich sage mal, Konfliktfeld bewegt man sich dann da, weil die Meinungsfreiheit nicht uneingeschränkt gilt, das ist auch klar, sondern in diesem Rahmen sind dann auch die Interessen und Rechte des Arbeitgebers zu berücksichtigen, auch aus grundrechtlichen Erwägungen, nämlich der Schutz der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit und insbesondere an dieser Stelle wirkt einschränkend auch die Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers, die nachher bewirken kann, dass man sich gegebenenfalls auch etwas zurückhaltender zu äußern hat. Am Schluss steht dann eine sogenannte Interessenabwägung. Das kennen Sie, wenn Sie im Arbeitsrecht unterwegs sind. Da wird dann alles nochmal schön durchgerüttelt und gegeneinander abgewogen, das Für und das Wider, um dann gegebenenfalls auch über eine Billigkeitsentscheidung, so nenne ich es jetzt dann mal, auch gegebenenfalls das subjektiv gewünschte Ergebnis aus Sicht eines Richters zu erzielen, was natürlich die Vorhersehbarkeit entsprechender Verfehlungen und Pflichtverletzungen im Rahmen einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung höchst schwierig macht. Um Ihnen mal ein Bild davon zu geben, ja, wie sich das in der Praxis darstellt und was unsere Arbeitsgerichte beschäftigt. Und Sie sehen auf der ersten Folie schon, dass manche Arbeitnehmer doch relativ unbedacht mit derartigen Social Networks umgehen und da auch einen ausdrücklichen Bezug zum Arbeitgeber herstellen, der das, wie Sie sich sicherlich auch denken können, nicht besonders schick findet. Wenn wir jetzt mal auf den hier erstgenannten Fall eingehen, der vor dem Arbeitsgericht Bochum gelaufen ist, wo ein Auszubildender bei Facebook recht unverblümt äußerte, dass es sich bei dem Arbeitgeber um einen Menschenschinder und Ausbeuter handeln sollte, allerdings ohne den konkreten Namen der Firma zu nennen. Das hatte der Arbeitgeber zur Kenntnis bekommen durch Dritte und kündigte dann das Ausbildungsverhältnis. Ganz interessant, ganz, ganz nette Seitenanmerkung. Bei diesem Auszubildenden handelte es sich um eine Person, die bei einem Arbeitgeber in der Lehre oder in der Ausbildung war, der sich ausdrücklich damit befasste, professionelle Facebook-Profile zu erstellen. Also ihm war durchaus gewahr, was man damit alles anrichten kann und welche Auswirkungen das hat, da entsprechende Äußerungen zu platzieren. Meines Erachtens auch nicht unerheblich, die Ausdrücke, die da gefallen sind. Dennoch sah das Arbeitsgericht Bochum die fristlose Kündigung als unwirksam an. Das wurde angegangen oder angegriffen vom Arbeitgeber bei dem LAG Hamm und selbiges hat auch dann dem Arbeitgeber Recht gegeben, nämlich, dass das Ausbildungsverhältnis fristlos gekündigt werden kann, wenn man sich derart herablassend über den Arbeitgeber äußert. Die zweite Entscheidung, die Sie hier finden, die lief in Bayern vor dem dortigen Verwaltungsgerichtshof. Jetzt fragen Sie sich sicher, warum Verwaltungsrecht, wenn es doch hier um Arbeitsrecht geht. Das Ganze hatte aber den Hintergrund, dass es um die Zustimmung, die Zulässigkeit, die Zustimmungserklärung zur Kündigung einer schwangeren Mitarbeiter ging. Und da brauchen Sie dann eben auf dem verwaltungsrechtlichen Wege eine entsprechende Erklärung, sofern die Behörde einer solchen Kündigung nicht zustimmt, denn Sie wissen sicherlich auch, Schwangere kann man nicht ohne weiteres kündigen, sondern da brauchen Sie eine behördliche Zustimmung. Die hatte auch sich dann befleißigt gesehen, über ihren privaten Facebook-Account über einen Kunden sich nachhaltig negativ zu äußern, den sie dann für ihren Arbeitgeber betreute. Es handelte sich da wohl um einen Mobilfunkanbieter und Sie sehen das wohl auch nicht ohne, wenn Sie da die Ausdrücke hören, solche Penner und so weiter. Auch hier ein deutlicher Bezug zum Arbeitsrecht oder zu arbeitsvertraglichen Verpflichtungen. Aber das Gericht sah dasjenige noch von der freien Meinungsfreiheit als gedeckt an. Weiterer Fall, nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was sich alles so vor deutschen Gerichten abspielt und wo man mit umzugehen hat. In Duisburg betraf es dann einen Arbeitnehmer, der über Facebook sich über Arbeitskollegen negativ äußerte, hier mit den genannten Worten, ja, Speckrollen und Klugscheißer, gut, das hat noch irgendwie, ich will nicht sagen, hat schon beleidigenden Charakter, aber da geht es sicherlich noch schlimmer. So auch das Arbeitsgericht Duisburg, das dann sagte, die Kündigung sei unwirksam, weil das Ganze im Rahmen einer Affekthandlung geschah und die betreffenden Kollegen, die dort gemeint sind, nicht identifizierbar waren, sprich
Immerhin war der Arbeitnehmer so klug und hatte die nicht ausdrücklich genannt. Anders wiederum, wieder auch aus Nordrhein-Westfalen, aus Hagen ein Mitarbeiter, der über Facebook an seiner Pinnwand seinen unmittelbaren Vorgesetzten übelst beschimpft hat. Und ich habe jetzt hier mal die Drecksau genannt. Das war noch einer der milderen Ausdrücke. Die anderen wollte ich Ihnen ersparen. Sie sehen auch, das Gericht schrieb dann wörtlich, diese betriebsöffentlichen Kraftausdrücke und Schmähungen waren in ihrer Derbheit kaum noch steigerungsfähig. Dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was dann noch auf die Drecksau in Anführungsstrichen draufgelegt worden sein muss, damit, damit das Gericht sich zu solcher Äußerung hingerissen sah. Also die entsprechende Kündigung wurde dann auch durchgewinkt und als wirksam angesehen. Ganz interessant war auch dann der Fall vom Arbeitsgericht Herford. Merkwürdigerweise spielt das irgendwo alles, zumindest die jetzigen Entscheidungen in Herford. Also da ging es dann um ein Lied, das Sie vielleicht kennen von Deichkind, das auch einen Bezug zum Arbeitgeber hat, mich bück dich hoch. Da, das wurde auch bei Facebook eingetragen und auch im Nachgang hat der Arbeitgeber fristlos gekündigt, weil er das auf sich bezogen hat. Das reichte wohl nicht aus, sagte das Arbeitsgericht Herford, auch wenn darüber nicht ausdrücklich entschieden wurde. Die Parteien haben sich nämlich verglichen. Dennoch sah sich das Gericht verleitet, da eine recht umfängliche Pressemitteilung abzugeben, was außergewöhnlich ist, dass, obwohl keine Entscheidung dazu ergangen ist, über einen Vergleich berichtet wurde, höchst offiziell. Und das Gericht sagte darin aber, dass es wohl der Kündigungsschutzklage stattgegeben hätte, weil es schon an einem ausdrücklichen Bezug zum Arbeitgeber gefehlt hat. Wenn Sie jetzt mal auf die unten stehende Entscheidung schauen wollen, von hessischen LAG, also mal außerhalb von Nordrhein-Westfalen, dass dann ein Arbeitnehmer in einer offenen Gruppe dann doch sich sehr, sehr nachhaltig dann über, nachhaltig negativ über den Arbeitgeber geäußert hat, wenn ich Worte sehe wie soziale Gesellschafter und so weiter, fragt man sich natürlich, was den Arbeitnehmer dort im Arbeitsverhältnis hält. Dieser sah sich dann auch genötigt, will ich mal fast sagen, eine fristlose Kündigung auszusprechen und eingedenk der streitgegenständlichen Äußerungen bin ich leicht, glaube ich, wie ich manchmal bin, davon ausgegangen, das dürfte ja auch so durchgewunken worden sein, mitnichten. Das LAG Hessen hat diesem widersprochen und die Begründung war ganz interessant. Also es ging dann im Rahmen der Interessenabwägung darum, wie schwer diese Pflichtverletzung tatsächlich wiegt und ganz erstaunlich sagte das Gericht dann, dass dieser Beitrag, um den es dann ging, aufgrund der Vielzahl und der Geschwindigkeit der Einträge in dieser Gruppe oder auch im Web 2.0 an Bedeutung verliere. Fand ich ganz erstaunlich, weil das kann man natürlich genau umgekehrt sehen und sagen, naja, wenn es viele Beiträge gibt und eine enorme Geschwindigkeit, bekommen es auch mehr Leute mit und die Gefahr, die dadurch begründet wird, ist klar, nämlich dass es sich exponentiell im Internet verbreitet und auch unkontrollierbar. Also die Begründung war da schon sehr, sehr mäßig und meines Erachtens auch vollkommen falsch. Man merkt, dass es hier eher von Billigkeitserwägungen geprägt war, um dann sozusagen das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Also über das Ergebnis kann man schon diskutieren, aber mit der Begründung war es sicherlich nicht richtig, dieser Klage stattzugeben. Auch ganz spannend, jetzt ein Fall, der vom BAG zur Entscheidung ansteht. Auch hier hat sich ein Arbeitnehmer über eine Online-TV-Sendung negativ über den Arbeitgeber geäußert und das auch garniert mit Einträgen auf der Facebook-Seite. Wenn Sie das Fettgedruckte mal anschauen, hat er da nicht nur, er hat nicht beleidigt in dem Sinne, sondern er hat sich negativ über den Arbeitgeber geäußert und unter anderem auch mitgeteilt, dass bei diesem keine Fachkräfte vorhanden sein, die dann die Maschinen, die dort bedient werden müssen, auch beherrscht werden. Und das fand der Arbeitgeber, um es mal so zu sagen, unschick, weil es nämlich geschäftsschädigend sein kann. Ist klar, wenn das der Kunde oder auch Dritte sehen, denken die natürlich auch, was ist das für ein Unternehmen? Und auch das LAG in Hamm verstand da keinen Spaß mit und hat die fristlose Kündigung durchgewunken, vor dem Hintergrund, dass es sich um erweislich falsche Tatsachen handelt. Denn es waren de facto entsprechende Fachkräfte beim Arbeitgeber beschäftigt. Wie gesagt, das liegt jetzt beim BAG. Das Termin ist jetzt für Ende des Monats angekündigt, beim zweiten Senat, der für Kündigungen zuständig ist. Und man darf gespannt sein, wie das BAG damit umgeht, ob es dann insbesondere auch die Besonderheiten herausarbeitet, die jetzt nicht nur durch eine negative Äußerungen
von Relevanz sind, sondern auch hinsichtlich der Besonderheiten aus dem Bereich Social Media. Denn sicherlich, das können Sie sich denken, ist es was anderes, wenn Sie sich auf den Marktplatz stellen und dann vor 10 Personen, die Sie auch sehen, sich negativ über den Arbeitgeber äußern oder ob Sie es dann im Social Web machen, wo Sie es ja dann im Zweifel aus der Hand geben und das Ganze dann sich mehr oder weniger unkontrolliert verbreiten kann. Also man muss abwarten, wie das BAG das sieht. Es wäre für die Praxis gut, wenn es da mal entsprechende Vorgaben machen könnte, wie man dann mit diesem ja doch eher, also aus der Sicht der Rechtsprechung neuartigen Thema. Natürlich ist es in der Praxis nicht neu, sondern wir befassen uns ja schon seit Jahren damit, aber das ist eigentlich die erste Gelegenheit, wo das BAG dann mal inhaltlich dazu Stellung nehmen kann. In Hamburg auch ein sehr medial wirksam verbreitetes Verfahren. Da ging es um eine Mitarbeiterin, die im Jobcenter arbeitete und sich dann da ein wenig renitent zeigte. Insbesondere weigerte sie sich dann, Sanktionen gegenüber den Kunden und Antragstellern zu verhängen. Das verbreitete sie dann auch in ihrem Blog und die Verwaltung, ja, hat sie dann daraufhin freigestellt und das Ganze entzündet sich jetzt da an diversen Verfahren in Hamburg, wo sie auf Beschäftigung klagt, etc. pp. Auch hier wieder ganz klar, sie hat das Gestaltungsmechanismen im Social-Media-Bereich verwendet, um dann zumindest sich irgendwie und auch negativ, nämlich dergestalt, dass sie das System nicht mitträgt, wenig loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber verhalten. Auch das war auch eine ganz, ganz spannende Entscheidung meines Erachtens und man sieht auch daran, wie unbedarft die Mitarbeiter teilweise ihre Privatsphäre vermengen mit dienstlichen Bezügen. Wenn Sie sich das mal anschauen, ein angestellter Polizeibeamter, der eingesetzt war, um die jüdische Gemeinde oder war ein Gebäude der jüdischen Gemeinde in Hamburg zu bewachen. Da steht wohl ein Postencontainer, wo er dann stationiert war und er hatte dann vielleicht im jugendlichen Leichtsinn einen Totenkopf dort in diesem Postencontainer und selbigen dann mit der Polizeimütze abgelichtet und im Hintergrund war dann dieses Gebäude zu sehen. Der Arbeitgeber fand das weniger lustig aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Kombination Totenkopf in Zusammenhang mit jüdischer Gemeinde leicht den Rückschluss zulässt, dass es sich da, das wissen Sie, der Totenkopf als Symbol der SS seinerzeit oder einer Einheit der SS dann da, dass es in einen Bereich der rechtsradikalen Gesinnung gehen kann. So wurde es auch dargestellt vom Arbeitgeber und selbiger kündigte dann fristlos. Kann man natürlich sagen, ja, etwas übertrieben, aber Sie wissen, dass es dann bei solchen Geschichten, dass man da relativ sensibel darauf reagiert und dass man auch an die Arbeitnehmer dann appellieren muss, da entsprechend sensibel mit umzugehen. Naja, das Arbeitsgericht sagte aber, dass es nicht zwingend Ausdruck einer rechtsradikalen Gesinnung sein muss und das ist wohl eher Hamburg-spezifisch, nämlich dass der Totenkopf auch als Ausdruck der Sympathie für einen gewissen Fußballverein, ich würde mal als Nicht-Hamburger sagen, dass es sich um den FC St. Pauli handelt, gehen könnte, sodass eben kein direkter Bezug dann zu einem vermeintlichen Rechtsradikalismus zu geben könne oder geben müsse, sagen wir mal besser so. Und auch der Ort war nicht für jeden identifizierbar, sodass die Kündigung insoweit auch als unwirksam angesehen wurde. Hier ein spannender Fall, der dann eher im Sparkassen-Bankenbereich spielt, dass der Ehemann einer Arbeitnehmerin sich auf seinem Facebook-Profil eher abschätzig über den Arbeitgeber seiner Frau äußerte und also die Arbeitnehmerin garnierte dann diese Äußerungen mit dem berühmten Daumen und hat das geliked. Auch das fand der Arbeitgeber weniger komisch und weil sie sich eben solidarisierte mit dieser abschätzigen Äußerung ihres Ehegatten und das Ganze führte auch zu einer Kündigung. Auch hier sagte das Gericht, naja, man kann durch diese Äußerung auch sich pflichtwidrig verhalten im Arbeitsverhältnis, aber hier vorliegend hätte der Arbeitgeber entsprechend abmahnen müssen, dass man grundsätzlich abmahnen muss und kann, bevor man die Kündigung ausspricht. Und hier kam hinzu, dass es sich da um eine langjährige Mitarbeiterin handelte, und die entsprechende Loyalitätsverletzung nicht schwer genug wiegen würde für eine direkt ausgesprochene Kündigung. Ja, auch interessanter Fall. Ich habe es mal bestellt mit dem Saftladen, wo sich dann zwei Mitarbeiter im Pflegedienst dann negativ über ihren Arbeitgeber geäußert haben, nämlich
den bekannten Saftladen und auch leitende Angestellte beschimpft haben, arme Pfanne, Pfeife und so weiter. Der Arbeitgeber hatte diese nicht gekündigt oder konnte die aufgrund dessen nicht, oder hat sie erst gekündigt und so dann auch auf Unterlassung in Anspruch genommen, diese Äußerung auch zukünftig zu verbreiten. Ganz interessant, das Arbeitsgericht sagte, naja, soweit es dann die Beleidigung der leitenden Angestellten betraf, hätten diese die Unterlassung geltend machen müssen, was natürlich eher Quatsch ist, denn auch der Arbeitgeber hat ein Interesse daran, dass seine Mitarbeiter von anderen Mitarbeitern nicht beleidigt werden, sodass man da auch hätte sagen können, naja, da kann ja auch die Unterlassung für die Arbeitnehmer geltend machen. Auch hier wurde der Klage nicht stattgegeben, insbesondere stützte sich das Gericht darauf, dass die Äußerungen nicht öffentlich zugänglich gewesen sind und auch eine ganz interessante Erwägung, zu der wir gleich nochmal kommen. Die Arbeitnehmer hätten sich aus diesem Grunde darauf verlassen dürfen, dass die Kommunikation, wie auch im Rahmen von privaten Gesprächen, also das wurde verglichen, nicht nach außen getragen werden durften. Das Ganze ging dann in die Berufung und dort haben sich die Beteiligten eben im Sinne des Arbeitgebers verglichen, nämlich dass die entsprechenden Äußerungen zukünftig nicht mehr getätigt werden. Ja, zweiter oder letzter Fall in diesem Reigen aus Oberhausen, auch mit einer Pressemitteilung angekündigt und auch hier derbe Beschimpfungen und das geht über bloße Unhöflichkeiten weit hinaus, wenn Sie sich das mal anschauen. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis, wie das ausgegangen ist. Da gibt es leider keine Informationen zu, denn das Arbeitsgericht hat leider nur in einer Pressemitteilung angekündigt, dass es über diese Sache entscheiden werde, aber nicht dann nachgeschoben, wie das Ganze im Ergebnis ausgegangen ist. Wobei ich mich eingedenk der Deutlichkeit der Beleidigungen auch unter ausdrücklicher Nennung der betreffenden Person an sich keinen Zweifel daran habe, dass man aufgrund dieser Äußerung ein Arbeitsverhältnis fristlos kündigen kann. Jedoch ist man, das wissen Sie sicherlich, soweit Sie im Arbeitsrecht unterwegs sind oder auch vor Arbeitsgerichten auftreten, dass man da ja schon manchmal sein blaues Wunder erlebt, wie dann gewisse Gerichte ticken und die dann entsprechende Fälle bewerten. So, das war es mal an Beispielen. Und jetzt eine kleine Umfrage. Herr Nina hat es ja auch vorhin schon mal eingestellt und jetzt mit der Frage, ob Sie in Ihrer Betriebswirklichkeit mit beleidigenden oder auch zumindest als grenzwertig empfundenen Äußerungen von Arbeitnehmern im über Social Media schon mal konfrontiert worden sind. Herr Nina, aber ich glaube, Sie schalten das jetzt mal kurz frei und dann bitte ich Sie dann kurz zu voten. Ich kann das Ergebnis selber nicht sehen, sondern dann wird Herr Nina aber noch mal kurz sagen, wie das ausgegangen ist. Genau, Umfrage läuft und ich habe noch gleich eine Frage. Ich weiß, aufgrund der Zeit werden wir sicherlich die meisten Fragen sammeln zum Ende des Webinars, aber eine Frage zwischendurch würde ich Ihnen gleich noch stellen wollen seitens einer Teilnehmerin. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich werde die Umfrage jetzt schließen, Ergebnisse veröffentlichen. Ja, 82% sagen Nein, 12% Ja, 6% keine Angabe. Ja, erstaunlich. Also ich denke, sicherlich sind diese negativen Äußerungen kein allgemein Phänomen, aber ich denke, das wird weiter zunehmen, insbesondere vor dem Hintergrund der ja immer durchdringenderen Natur dieser Netzwerke, die dann nicht nur unser Privat-, sondern auch das Berufsleben dann betreffen. Wollten Sie die Frage jetzt stellen? Oder, ja, ganz kurz inzwischen durch eine Frage, ja. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema noch kommt zum Thema Bewertungen auf Bewertungsportalen. Und wenn man das quasi als Arbeitgeber spitz bekommt, von wem diese Bewertung kommt, was ja schon sehr ungewöhnlich ist, aber es kann natürlich passieren. Mhm. Wie ist denn das in dem Fall? Ja, ich meine, da gelten natürlich das hängt natürlich dann von der Art und Weise ab, was dann da platziert wurde. Also sachliche Kritik ist sicherlich berechtigt und da kann man nichts machen. Das Ganze kippt natürlich, wenn das wirklich diffamierend und unsachlich wird. Allein die schlichte, schlechte Bewertung des Arbeitgebers, der dürfte insoweit arbeitsrechtlich nicht zu sanktionieren sein, sofern es eben keine falschen Tatsachen sind, das hatten wir gerade mit diesen Fachkräften, oder wenn es dann schlichtweg in beleidigenden Charakter hat, herabsetzenden Charakter, das kommt eben darauf an, um was es geht. Man kann es nicht pauschal bewerten, sondern da muss man konkret drauf schauen, was wurde da gesagt, in welchem Zusammenhang etc. Aber an sich sind die Grundsätze hier übertragbar, was wir jetzt hier gesehen haben oder was ich eben dargestellt habe, aber es muss eben im Einzelfall angeschaut werden, um was geht es. Man kann nicht per se sagen, der Arbeitnehmer darf sich nicht negativ oder kritisch über den Arbeitgeber äußern. Das geht nicht. Okay, danke.
Ich hatte es gerade schon mal angesprochen, denn wie kann man das so ein bisschen abschichten? Denn vielfach ist die Argumentation der betroffenen Arbeitnehmer in derartigen Verfahren immer, naja, ich habe mich darauf verlassen, dass ich das eben jetzt hier meinen Freunden, über die ich dann vernetzt bin, das mitteile und wollte das eigentlich auch keinem Dritten zugänglich machen. Die Argumentation kommt daher, dass das BAG jetzt bei einem normalen Gespräch unter vier Augen sagt, ja, wenn ich meinem Arbeitskollegen etwas erzähle oder meinem Vorgesetzten, dann darf ich darauf vertrauen, dass er es nicht weitersagt. Ansonsten, so das BAG, müsste man befürchten, oder könnte man sich nicht mehr frei entfalten und müsste immer befürchten, dass es dann weitergetragen wird und arbeitsrechtliche Sanktionen auslöst, auch wenn ich mich dann wirklich in einem geschützten Bereich bewege. Und das versuchen eben vielfach die betreffenden Anwälte auf die Äußerungen im Web 2.0 zu übertragen. Ob das uneingeschränkt möglich ist, ist eben die Frage. Denn sicherlich, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist ein vertrauliches Gespräch unter vier oder sechs Augen was anderes als ein Eintrag auf meinem Facebook-Profil, sodass man in diesem Zusammenhang sagen kann, naja, dann können Sie es auch direkt in die Zeitung setzen und dann hat man sicherlich keine Vertraulichkeit mehr, keine Intimität, die dann den Arbeitnehmer als besonders schutzwürdig darstellt. Und hier, so wird man eben abschichten müssen. Wenn es öffentlich auf meinem Profil, auf meinem Facebook-Profil veröffentlicht wird, habe ich sicherlich kein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass das Ganze nicht weiter verbreitet wird, denn sie gewähren ja jedermann Zugang und Zugriff auf ihre Aussagen und haben überhaupt keine Kontrolle darüber, wer wann wie zugreift. Gleiches gilt auch, wenn sie dann ihren Freunden und den Freunden ihrer Freunde entsprechende Informationen zuteil werden lassen. Auch hier fehlt es dann an einer gewissen Kontrolle und auch an einem überschaubaren Kreis von Konsumenten, die das mitbekommen. Gleiches auch, Stichwort Unkontrollierbarkeit, wenn Sie in die Chronik eines anderen oder Profil eines anderen Nutzers schreiben. Auch hier wissen Sie nicht, was damit geschieht. Gleiches, wenn wir uns in einer offenen Gruppe bewegen. Auch da gilt es wiederum, dass Sie es einfach nicht kontrollieren können und auch nicht wissen, wer dann da nachher überhaupt zugegriffen hat. Während das bei einer geschlossenen Gruppe schon wieder abweichend zu bewerten sein kann, das kommt eben ein wenig darauf an, wie viele Mitglieder diese Gruppe hat. Wenn Sie jetzt, sag ich mal, den Kleingartenverein in Obererschwick meinen und dann da mit drei Mitgliedern sind, dann dürfte das schon intimer und eher vergleichbar sein mit einem vertraulichen Gespräch als dann in einer offenen Gruppe, sei es als Beispiel FC Bayern München, wo sie dann mehrere tausend Mitglieder haben, die das theoretisch lesen können. Auch bei einem Chat, der eher die Funktion hat eines Briefes, eines Zielgesprächs, zumindest wenn es zwischen zwei Personen oder einer eng begrenzten Gruppe stattfindet, wird man sagen, das hat auch noch, da hat man noch ein gewisses ein schutzwürdiges Vertrauen als Arbeitnehmer, dass das eben nicht weitergetragen wird. Anders wiederum durch den Gefällt mir-Button, den Sie dann auf Ihre Pinnwand oder die Chronik, so heißt es ja, eines anderen Nutzers drücken. Hier noch eine Checkliste, wo Sie mal grob durchgehen können, wie man das so abschichten kann. Auch die Frage nach den negativen Bewertungen auf dem Portal kann man hier sicherlich irgendwo eingrenzen und dort versuchen zu bewerten. Zunächst einmal ist zu fragen, ob es wirklich sachliche Kritik ist, die da geäußert wird, oder ist es dann in der Tat im pflichtverletzenden Bereich, in dem dann gerade ehrverletzende oder diffamierende Äußerungen kundgetan werden. Frage, die sich dann auch anschließt, um bewerten zu können, ist das überhaupt arbeitsrechtlich relevant? Die Frage, wo genau hat er denn diese Äußerungen platziert? War es dann eher in einem privaten Nachrichtenchat oder auf der Pinnwand oder der Chronik eines anderen Nutzers? Für wen war dieser Eintrag für wie lange zugänglich? Das heißt, wie viele Personen konnten darauf zugreifen? Insbesondere, wie groß war der Freundeskreis des Arbeitnehmers, gehörten dort Arbeitskollegen dazu, ist vielleicht der Arbeitnehmer mit Mitarbeitern von Kundenunternehmen des Arbeitgebers befreundet. Weitere Erwägungen, die dann auch in diese Interessenabwägung einzufließen hat, ist das eine bloße Spontanreaktion gewesen oder war es dann wirklich sehr bedacht mit zeitlichem Abstand zu einer gewissen Handlung, auf die dann reagiert wurde. Und auch nicht unbedeutend ist ganz einfach, ob dann eine namentliche Nennung oder zumindest eine Identifizierbarkeit des Arbeitgebers oder auch der betroffenen Kollegen im Raum steht. Also dasjenige wird man vorher als Arbeitgeber analysieren müssen, um dann zu einer entsprechenden Bewertung zu kommen. Haben wir eine arbeitsrechtliche Relevanz und wenn das bejaht wird, wie reagieren wir darauf? Mahnen wir dann den Mitarbeiter ab? Machen wir gar nichts? Oder wenn wir dann zu einem wirklich
ja, schwereren Verstoß kommen, können wir dann das Arbeitsverhältnis kündigen. Ja, das soll es dann zu dem Block gewesen sein. Ich will mich dann noch kurz zum Recruitment über das Web 2.0 äußern, denn der Trend ist klar. Wir hatten die Papierbewerbung, wir haben Online-Bewerbungen mittlerweile sehr viel. Ja, jetzt geht es langsam über Xing und kommen wir dann vielleicht auch irgendwann zu einer Facebook-Bewerbung. Und die Frage, die sich dann immer stellt, ist, wie sieht es dann mit Kandidatenscreenings aus, wenn ich dann entsprechende Bewerbungen bekomme? Kann man das aus datenschutzrechtlichen Erwägungen machen? Und hier muss man abschichten. Zum einen zwischen vom Bewerber ins Internet selbst eingestellte Daten, soziale Netzwerke ohne gesonderte Anmeldung und berufsorientierte Netzwerke, zum Beispiel Xing oder LinkedIn, wo dann eben mit entsprechender Anmeldung auch auf Daten zugegriffen werden kann. Und hier wird man sagen, dass das jetzt noch, muss man sagen, zumindest mal das Datenschutzrecht doch gewisse Spielräume belässt. Hier auch zu berücksichtigen, allein die Visualisierung und die Wahrnehmung am Bildschirm reicht schon aus, um das Ganze in eine datenschutzrechtliche oder dem Ganzen eine datenschutzrechtliche Relevanz zu geben. Also nicht, Sie müssen es nicht ausdrucken oder schriftlich perpetuieren etc., sondern Sie müssen allein den Bildschirm wahrnehmen, die Informationen aufnehmen und dann haben Sie schon, sind Sie schon mittendrin im Datenschutzrecht. Das wiederum gegenwärtig wohl noch recht großzügig ist, wenn der Mitarbeiter die Daten allgemein zugänglich platziert, dürfte man sagen, also wie jetzt im Internet oder in gewissen Foren, wo Sie als Arbeitgeber direkt drauf zugreifen können, ohne sich gesondert anzumelden oder auch dann, wo ein gewisser Bezug zum Berufsleben besteht, können Sie an sich die Daten erheben und auch nicht nur diese Daten, die für das Beschäftigungsverhältnis von Relevanz sind, sondern darüber hinausgehend, ich sag mal Stichwort persönliche oder politische Interessen. Außer es wird eine gewisse Grenze überschritten, wo dann die schutzwürdigen Interessen des Arbeitnehmers überwiegen. Nämlich wenn durch die Daten Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers verletzt werden oder wenn die Daten offensichtlich falsch sind oder auch durch Dritte platziert werden und dann keine Gewähr darüber übernommen werden kann, dass er diese tatsächlich auch anderen Leuten zugänglich machen wollte. Aber hier gilt erstmal der Grundsatz, wer in Anführungsstrichen so dumm ist, wenn man das mal so sagen darf, und die Daten im Internet platziert, muss damit rechnen, dass sie dann zur Kenntnis genommen werden. Und das hat auch im Arbeitsrecht die Folge, dass man die derartig erhobene Daten auch verwerten kann. Anders hingegen, wenn man sich eher in freizeitorientierten Netzwerken wie zum Beispiel Facebook umtriebig zeigt und als Arbeitgeber versucht, dort Informationen abzufischen, hier wird man sagen, dass dann die Daten eingestellt wurden, primär im privaten Interesse. Und das wird auch dann datenschutzrechtlich abgebildet, dass man sagen muss, er hat es ausdrücklich in ein Forum eingestellt, wo primär freizeitorientierte Interessen im Vordergrund stehen, sodass man das nicht damit rechnen musste, dass der Arbeitgeber dort Daten erhebt. Wobei auch hier muss man sagen, das ist eben eine doch etwas theoretische Abgrenzung, die dann von der Rechtsprechung und auch von der Literatur so publiziert wird. Denn heute wird man gar nicht mehr konkret abgrenzen können, was ist denn freizeitorientiert und was ist berufsorientiert. Klar wird man sagen, bei Xing hat man einen eher beruflichen Fokus, aber bei Facebook gibt es mittlerweile auch kommerzielle Seiten, auch von Arbeitgebern. Viele Arbeitnehmer geben ihren Arbeitgeber dort an. Viele Arbeitnehmer informieren sich auch über Facebook, über offene Stellen etc., sodass man nicht sagen kann, dass es sich bei Facebook inzwischen um ein rein freizeitorientiertes Netzwerk handelt. Also die Abgrenzung berufsorientiert, freizeitorientiert und ist schwierig oder wird schwieriger, gerade weil sich hier unterschiedliche Rechtsfolgen aus datenschutzrechtlicher Natur ergeben können. Hier bleibt auch abzuwarten, wie sich das Datenschutzrecht auf Grundlage von europarechtlichen Erwägungen weiterentwickeln wird. Das haben Sie vielleicht gehört, dass nicht nur die Große Koalition, sondern auch die Schwarz-Gelbe Koalition sich schon an einem besonderen Arbeitnehmerdatenschutz versucht hat, damit das aber irgendwann auf der Strecke geblieben ist, weil die Koalitionäre sich nicht einigen konnten. Und genau in einem Gesetzentwurf hatten die ein sogenanntes Lex Facebook vorgesehen, das nämlich genau diese Abgrenzung, die hier dargestellt wurde, vornahm, nämlich in Freizeit- und berufsorientierte Netzwerke. Ob das jetzt so weitergeführt wird, bleibt offen, insbesondere vor dem Hintergrund der datenschutzrechtlichen Verordnung, die aus Europa dann ja auch auf das deutsche Recht einzuwirken hat. Wir hatten es vorhin schon gesehen, gerade bei der Umfrage von der Nina war, dass das Thema Active Sourcing eine besondere Rolle spielt. Sie wissen alle, was das ist, nämlich die Identifizierung von potenziellen Arbeitnehmern am Markt und dann die von Arbeitgeberseite oder von Dritten gesteuerte aktive Kontaktaufnahme, um dann ein Arbeitsverhältnis oder ein
zumindest ein Vertragsanbahnungsverhältnis zu begründen. Eingedenk der, ja, der, des demografischen Wandels und auch der zunehmenden Verknappung von Fachkräften ist man mittlerweile in einem sogenannten War for Talents, das wissen Sie auch, und das hat der Herr Nienaber auch gesagt, also man muss sich schon bemühen und nur eine schlichte Stellenausschreibung ans schwarze Brett schon gar nicht mehr oder bei Facebook reinzustellen, das wird nichts bringen, sondern da ist mehr Aktivität gefragt, um dann tatsächlich entsprechende Kandidaten für sich heranzuziehen und sich auch für das Unternehmen zu begeistern. Vor dem Hintergrund die zweite Umfrage, nämlich ob Sie bereits jetzt im Rahmen Ihres Recruitings für Ihr Unternehmen Active Sourcing einsetzen, und zwar jetzt speziell über das Web 2.0. Also heißt, nutzen Sie dann Kanäle über Xing, über Facebook oder andere entsprechende LinkedIn-Plattformen, um dann tatsächlich aktiv Sourcing zu betreiben. Und da würde ich Ihnen aber bitten, noch mal kurz die Umfrage freizuschalten und uns dann das Ergebnis mitzuteilen. Genau, Umfrage läuft. 80% der Teilnehmer haben bereits auch schon teilgenommen. Ja, ein eindeutiger Trend. Offen gesagt, diese Frage vor 3 Jahren wäre wahrscheinlich spiegelverkehrt. Vor 2 Jahren so wahrscheinlich 30, 40. Jetzt haben wir aber hier doch, es pegelt sich jetzt ein, und ich werde mal die Umfrage schließen und sehen Sie selbst. 62% ja, 19% nein, 19% in Planung, also mit anderen Worten, rund 80% sind auf dem Thema unterwegs. Vielen Dank. Ja, interessant und spiegelt aber auch meine Erfahrungen wider und sicherlich auch Ihre, Herr Nienaber, dass das einer dieser von Ihnen genannten Megatrends ist, der sicherlich in Zukunft weiter oder noch höhere Bedeutung gewinnen wird. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich besonders spannend zu schauen, in welchem rechtlichen Rahmen bewegt man sich da. Und auch hier stellen sich dann wiederum datenschutzrechtliche Erwägungen. Darf man denn so ohne weiteres dann im Wege des Active Sourcings dann Daten von möglichen Kandidaten erheben und dann verwerten? Hier wird man wohl recht großzügig sein. Das Bundesdatenschutzgesetz erfasst Beschäftigte, also sprich Arbeitnehmer und auch sogenannte Bewerber. Hier haben wir aber noch gar keine Bewerber, denn Sie als Arbeitgeber gehen ja, oder auch als Drittdienstleister für einen Arbeitgeber, gehen ja gerade auf Personen zu, die ja überhaupt mit Ihnen noch in keinem Verhältnis stehen, sodass man zumindest sagen kann, dass dieser besondere Arbeitnehmerdatenschutz in § 32 BDSG nicht einschlägig ist und Sie dergestalt auch dann recht frei sind, Daten zu erheben. Es gilt dann eine andere Vorschrift im Bundesdatenschutzgesetz, nämlich die hier genannte 28 Absatz 1 Nummer 3 BDSG. Und hier wird man sagen können, solange die Daten allgemein zugänglich sind, können Sie die Daten auch frei erheben und auch nutzen für die Anbahnung eines entsprechenden Beschäftigungsverhältnisses. Auch hier gilt das nur ausnahmsweise nicht, wenn die schutzwürdigen Interessen des Betreffenden, also ich habe hier steht jetzt Bewerber, aber das ist ja noch kein richtiger Bewerber, überwiegen. Und das wird dann in der Tat so sein, wenn das in freizeitorientierten Netzwerken ist oder die Daten offensichtlich falsch sind oder diskreditierend. Also Sie sehen auch hier datenschutzrechtlich noch wenig Reglementierung, und auch hier wird man abzuwarten haben, wie dann der Gesetzgeber, ob der das irgendwo einfängt, auch nach Maßgabe europarechtlicher Vorgaben. Spannend ist nicht nur die datenschutzrechtliche Komponente, sondern auch die wettbewerbsrechtliche, denn wenn Sie dann auf entsprechende mögliche Kandidaten zugehen, haben Sie oder im Zweifel auch die von Ihnen eingeschalteten Headhunter das sogenannte UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, zu beachten, sodass entsprechende Kandidatenansprachen nur begrenzt möglich sind. Selbst wenn hier gilt, dass das Abwerben von fremden Mitarbeitern erstmal Teil der Wettbewerbsausübung ist und dann grundsätzlich erlaubt ist. Aber auch hier sagt die Rechtsprechung, es darf nicht unlauter werden, so sagt man in dem Fall, also unzulässig werden, wettbewerbsrechtlich unzulässig werden, insbesondere wenn Sie dann bei der Ansprache des potenziellen Kandidaten dann irreführende oder abwertende Aussagen über den jetzigen Arbeitgeber treffen, um dann den Mitarbeiter zu verleiten, dann in der Tat den
Geber zu wechseln. Das ist alles vorgekommen in jüngerer Zeit, wie Sie anhand der neueren Entscheidungen sehen, sodass man da ein wenig Obacht geben muss. Gerade wenn das dann durchsickert, können Sie dann ein Problem bekommen, denn ich kann Ihnen sagen, der Arbeitgeber, der von dem abgeworben wird, wird da sicherlich nicht amused von sein, gerade wenn das eine Mehrzahl von Arbeitnehmern betrifft. Auch die Rechtsprechung hat sich in der Vergangenheit schon öfter damit befasst, ob es denn zulässig ist, per Telefon einen Kandidaten am Arbeitsplatz anzurufen, um ihm dann mitzuteilen, dass man sich für ihn interessiert. Das ist grundsätzlich zulässig, allerdings dürfen Sie es da nicht übertreiben, sondern Sie dürfen nur fragen den Arbeitnehmer, ob er Interesse an dieser Stelle hat, die Sie kurz beschreiben dürfen, und dann war es das. Dann müssen Sie sich mit dem Arbeitnehmer vertagen auf ein Telefonat außerhalb seiner Arbeitszeit, und da können Sie es natürlich alles in Ruhe besprechen. Kontaktaufnahme per E-Mail an die Firmenadresse dürfte nach gegenwärtiger Rechtslage direkt wegen des Verstoßes gegen das UWG unzulässig sein. Also hier ein bisschen aufpassen, welche Ressourcen und welche Vehikel man nimmt, um dann in Kontakt zu treten mit den betreffenden Kandidaten. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum erzählt der Bissels uns das alles? Denn was Dritte nicht wissen, machen sie auch nicht heiß, ganz einfach. Wenn ich dann doch in meinem stillen Kämmerlein da vor mich hin recruite und datenschutzrechtliche Verstöße begehe, interessiert das doch keinen, beziehungsweise es kommt nicht raus, dass es dann zur entsprechenden Ahndung kommt. Aber ich mahne auch hier, es gibt so Themen wie interne Compliance, sodass Sie auch aufpassen müssen, sich compliant zu verhalten, denn wenn es irgendwann mal rauskommt, kriegen Sie vielleicht selber intern ein Problem. Abgesehen davon kann natürlich auch unlautere Machenschaften im Außenverhältnis dazu führen, dass der Ruf des Unternehmens geschädigt wird, wenn sie sich rechtswidrig verhalten. Und das kennen wir alle mit entsprechenden Shitstorms. Und da dürften Arbeitgeber selten beglückt sein, in sowas reingezogen zu werden. Abgesehen davon kann man bei gröberen Verstößen, sofern die dann offenkundig und offensichtlich werden, auch Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen ausgesetzt sein. Abgesehen davon können sie dann von insbesondere den betroffenen Arbeitgebern, die dann Arbeitnehmer verlieren, auf Unterlassung, auch im Wege der einstweiligen Verfügung in Anspruch genommen werden. Und abgesehen davon ist das Ganze auch eher unlustig, wenn Sie dann sehen, dass eben Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch strafbewehrt sind. Ich erinnere da an die Fälle Lidl und so weiter. Das war ja auch alles eher unlustig, was dann da durch die Medien geisterte, auch wenn das natürlich dann eine andere Dimension hat als jetzt im Rahmen des Active Sourcing, wenn es sich dann sozusagen um Einzelfälle handelt. Ja, ich möchte da noch ein paar Worte zur Social Media Policy verwenden, die ja zusehends auch einen großen Verbreitungsgrad gefunden hat, was sicherlich auch daran liegt, dass bei vielen Unternehmen inzwischen die Erkenntnis gereift ist, dass man sich Social Media und deren Nutzung nicht entziehen kann, und weiter auch die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das eigene Ansehen des Arbeitgebers auch sehr stark davon abhängt, wie der öffentliche Auftritt seiner Arbeitnehmer sich darstellt. Und hier dadurch, dass Arbeitnehmer meist oder oft unbedarft sind, vielleicht auch kein richtiges Problembewusstsein haben, muss der Arbeitgeber hier steuern, die entsprechenden Risiken, die dann von seinen Arbeitnehmern in der Öffentlichkeit ausgehen, und durch entsprechende Social Media Policies versuchen, Bewusstsein zu schaffen, Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass sie, wenn sie dann ihre Arbeit beendet haben und sich vermeintlich dann in ihrer Privatsphäre befinden, dennoch immer Obacht geben müssen, dass es dann nicht zur Verquickung mit ihrem arbeitsrechtlichen Tun kommt. Und diese Awareness zu schaffen, das soll eben durch entsprechende Social Media Policies geschafft werden. Hier noch die dritte und letzte Umfrage. Herr Niedermayer, bitte ich nochmal gleich freizuschalten, nämlich ob in Ihrem Unternehmen eine sogenannte Social Media Policy besteht. Auch hier die Antworten wieder ja, nein und in Planung. Herr Niedermayer, ich übergebe nochmal. Genau, ich habe auch noch eine weitere Antwortmöglichkeit mit reingenommen, die da heißt, wusste gar nicht, was das ist, weil auch das Thema ist sicherlich noch nicht bei allen angekommen. Zumindest stelle ich das fest in meinen Seminaren, dass es viele Policies noch deswegen gar nicht gibt, weil man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat. Interessant, aber das ist ja ein guter Hinweis, ja. Ich bin mal gespannt. Ich war mal so frei. Genau. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. 83% haben teilgenommen bis jetzt und da würde ich mal sagen, das ist valide und damit veröffentliche ich die Ergebnisse. Ja, 21% haben eine, 41% nein, 26% in Planung und 12% ja, wusste gar nicht, was das ist. Jetzt wissen Sie Ah, es. interessant, interessant, interessant. Ja, ich bin etwas überrascht. Also die Zahl finde ich doch mit 21% war es ja, glaube ich,
Also ich sehe die Umfrageergebnisse nicht, deswegen nochmal, glaube ich, die 21%. Ich glaube, das war richtig, Ja, Herr Nienaber. 21%, ja. Naja, finde ich persönlich etwas niedrig, aber zeigt, dass da noch Luft nach oben ist und dass da eben entsprechender Nachbesserungsbedarf auch auf Unternehmensseite ist. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir das noch mal in einem Jahr fragen, dass man da zu einer ebenfalls erheblichen Steigerung dieses Prozentsatzes zumindest für die Antwort Ja gekommen ist. Da stehen Sie auch zur Verfügung, wenn es dort Rechtsbeistand gibt Ja, oder klar. von. Man muss sagen, das ist kein Hexenwerk, das ist auch ganz klar. Aber man sollte, da kommen wir jetzt ja gleich zu was sollte man reinpacken und wie sollte man das machen? Das sind dann entscheidende Fragen. Das sollte man dann doch schon mal irgendwie rückgesprochen haben und das auch dann mal rechtlich geprüft haben, damit man sich da jetzt kein Eigentor schießt. Ganz kurz, Herr Bissels, ich bin ja auch, wie Sie wissen, auch Anwalt, nämlich Anwalt der Zeit. Kurz nur gesagt, wir haben kurz nach sechs, falls die einen oder anderen sich terminlich verplant haben. Wenn Sie jetzt noch auf das Gaspedal drücken könnten, ich weiß, tun Sie ohnehin schon, aber jetzt vielleicht nochmal kurz mit dem Hinweis. Ja, klar. Also ich wollte jetzt auch keine. Ich leg weiter los. Sie sehen hier eine Übersicht. Was kann man da so reinpacken oder was gehört da rein? Das muss natürlich nicht rein. Auch hier gilt, alles kann, nichts muss. Das ist so ein bisschen auch der Unternehmenskultur geschuldet, was Sie da reinnehmen. Sie sehen hier, das sind eher deklaratorische Geschichten, dass man natürlich keine Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verraten soll. Das ist eigentlich klar. Nur oftmals fehlt den Mitarbeitern das Gespür und auch das Problembewusstsein, dass sie sich für den Arbeitgeber erhebliche Art und Weise auch in Social Networks umtriebig zeigen und dafür dienen eigentlich diese Policies, Awareness zu schaffen. Dass man nicht diskriminiert, dürfte auch an sich selbstverständlich sein. Nur manchmal gerät das ja, wie man jetzt auch an diesen negativen Äußerungen, an diesen Fallbeispielen gesehen hat, doch durchaus mal aus dem Blick. Auch hier, zweite Folie, sehen Sie auch, was man da so theoretisch alles regeln kann, nicht muss. Ganz am Ende finden Sie auch Regelungsmechanismen hinsichtlich der Privatnutzung von Internet und E-Mail und auch bezüglich der Nutzung mobiler Arbeitsmittel. Hier kann man sagen, das muss nicht zwingend in eine Policy über Social Media, sondern das können Sie dann auch unter Berücksichtigung von Mitbestimmungsrechten dann in eine gesonderte, vielleicht auch Betriebsvereinbarung mit Ihrem Betriebsrat packen. Spannend ist dann auch immer für die Praxis, das sprach ich gerade schon an, wie setzt man das um, solche Policies? Und da haben Sie natürlich mehrere Vehikel und da kann man auch nicht sagen, es gibt da einen Königsweg. Ob man jetzt die einzelvertragliche Vereinbarung nimmt, das einseitig anweist oder ob man dann tatsächlich eine Betriebsvereinbarung schließt, ist davon abhängig, was möchte der Arbeitgeber erreichen und was möchte er regeln. Denn davon kann schon abhängen, ob man das in der Tat per Weisung durchsetzen kann oder ob man dann eher eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer oder sogar mit dem Betriebsrat braucht. Natürlich, das kann man allgemein festhalten, eine entsprechende Vereinbarung ist immer verbindlicher und verpflichtet den Arbeitnehmer auch eher, sich daran zu halten, als wenn sie es einseitig anweisen. Aber sie können es bei entsprechenden Vereinbarungen auch nicht mehr ohne weiteres einseitig ändern, sondern brauchen dann die Zustimmung des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmervertretung. Das mal grob gesprochen die Vor- und Nachteile derartiger Geschichten. Am Ende noch zwei, drei Takte zur Herausgabe von Daten aus den Netzwerk-Accounts. Zum Beispiel, wenn Sie mal an Xing denken, FIFA wird im Vertrieb etc. ja auch dann über Xing gearbeitet, Kontakte hergestellt und so weiter. Was passiert, wenn das Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Mitarbeiter endet? Hat der Arbeitgeber natürlich ein Interesse daran, dass dann auch entsprechende Daten herausgegeben werden und hier wird man abgrenzen. Wenn es ein dienstlicher Account ist, dürfte er das alles herausverlangen, also die geschäftlichen Daten, den ganzen Account mit den Daten drin, muss aber dem Arbeitnehmer gestatten, vorher private zu löschen. Umgekehrt bei einem rein privat angelegten Account sind es private Aufzeichnungen und er kann an sich nur die geschäftlichen Daten, aber nicht den Account herausverlangen. Oftmals, und das ist der Regelfall, haben diese Sachen Mischcharakter. Und da wird man sagen, dass sich das beschränkt auf die Kundendaten und die geschäftliche Korrespondenz einschließlich einer Löschung. Die Schwierigkeit in der Praxis besteht immer darin, abzuschichten, was ist denn jetzt? Ist es ein privater, ein geschäftlicher oder ein Mischaccount? Und dann finden Sie hier die entsprechenden Fragen, die dann helfen können, eine Abgrenzung herbeizuführen. Um was handelt es sich denn? Denn wie gerade dargestellt, daran orientieren sich dann auch die betreffenden Rechte des Arbeitgebers hinsichtlich der Herausgabe von Daten. Da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drüber gehen. Herr Niederbauer hat es gesagt, ich kann Ihnen die Präsentation oder auch gerne im Nachgang zur Verfügung stellen. Aber Herr Niederbauer, ich gehe davon aus, dass Sie da jetzt noch was zu sagen werden, denn ich bin jetzt auch mit 4 Minuten Überzug am Ende der Veranstaltung und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Nina, aber Ihnen überlasse ich dann das weitere Geschehen. Ich weiß nicht, ob Sie da noch mal ein paar Fragen aufspielen werden oder jetzt mitteilen werden, die ich dann beantworte. Aber ich bin ja noch am Rohr sozusagen und würde dann jetzt wieder zurück an Sie übergeben. Genau. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Dr. Bissels, jetzt für den, ich weiß, Sie haben wirklich aufs Gaspedal gedrückt, aber auch gleichzeitig, denke ich, die wichtigsten Informationen klar rübergebracht, im Rahmen der Zeit. Und liebe Teilnehmer, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass das natürlich nicht das Seminar ersetzt, dass Sie gerne hier bei uns besuchen können, wo man dann die notwendige Rechtssicherheit bekommt in all seinen Ausprägungen, denn wir haben längst nicht alle Themen behandelt. Welche Themen ansonsten noch anstehen, sehen Sie hier und selbst die Themen, die wir heute schon gehört haben, da gibt es natürlich noch ein paar mehr auch Urteile, die dann entsprechend durchgesprochen werden, so dass Sie im Sinne der Firma dann auch handeln können oder Social Media Policies aufbauen können. Am Ende des Tages geht es ja darum, nicht den Mitarbeiter einen reinzuwürgen, sondern ihn zu schützen. Und ich denke, da ist solch ein Seminar oder auch ein Inhouse-Workshop zu dem Thema, das wir Ihnen da gerne mit anbieten, ja, einfach notwendig. Und sicherlich hat sich das auch schnell amortisiert, denn so ein Mitarbeiter kann natürlich klar viel Schaden anrichten, weil er nicht vorher genügend informiert wurde, was er eigentlich wirklich, wirklich darf in den sozialen Netzwerken. Denn wir sehen es ja täglich, was da an Äußerungen passiert. Und das passiert oftmals auch mehr oder weniger unabsichtlich, weil man nicht gerade daran denkt, dass vielleicht der Arbeitgeber direkt oder indirekt da auch mitliest. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, aber hier nochmal ganz kurz, wie gesagt, Blick auf das Seminar, wenn Sie mögen. Und wie versprochen, erhalten Sie die Unterlagen im Nachgang, wenn Sie mir kurz eine E-Mail schreiben. Ich werde dann auch die Anfragen zu dem Vortrag an den Herrn Dr. Büssels dann weiterleiten, sodass Sie dann zeitnah, wie man so schön sagt, auch die entsprechenden Informationen bekommen. Vielleicht noch ein, zwei Fragen mit, wie gesagt, Blick auf die Zeit, die hier reingekommen sind. Eine sozusagen direkt eine Anschlussfrage nochmal zum Thema Headhunter. Die Frage lautet hier, haben Personalvermittler und Headhunter andere Rechte als festangestellte Recruiter beim Unternehmen? Sprich, dürfen die mehr, die Headhunter? Na, eindeutige Antwort, nein. Also es gibt keine Privilegierung von Headhuntern hinsichtlich der ja vorhin genannten datenschutzrechtlichen und auch wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, sondern die bewegen sich auch wie normale Arbeitgeber im ganz normalen Rahmen unserer Rechtsordnung und sind demgemäß auch verpflichtet, diese einzuhalten. Also es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden. Okay. Ja, prima. Also ich denke, weitere Fragen sind ja noch wirklich viele, viele zahlreiche Fragen. Nutzen Sie die Chance, entweder mit dem Herrn Dr. Bissels bilateral ins Gespräch zu kommen. Er ist auch auf Sync logischerweise auffindbar und dann auch ansprechbar. Ich glaube, da werden Sie jetzt nicht abgemahnt, wenn Sie Herrn Bissels eine E-Mail schreiben, oder? Nee, ne? Nee, ich versuche das zu vermeiden, ja. Ich werde das also nicht weiter an unsere dafür zuständige Abteilung zu geben. Ja. Sehr gut. Okay, also das ist ein Zugangsweg. Der andere ist eben, wie gesagt, der E-Mail-Weg und die Daten lasse ich Ihnen da gerne zukommen. Würde uns freuen, wenn Sie kurze Rückmeldung geben im Chat, wie es Ihnen gefallen hat und welche Themen Sie ansonsten noch hätten gerne tiefer besprochen. Dann werden wir uns bemühen, in den nächsten Monaten nochmal ein Webinar in dieser Art durchzuführen, denn es ist bereits eine Wiederholung. Wir haben aufgrund der zahlreichen Nachfragen schon mal dieses Webinar durchgeführt. Also nutzen Sie gerne noch den Chat. Lieben Dank also an Sie, liebe Teilnehmer, fürs Mitmachen. Und der Herr Büssels schaltet gerade wieder sein Handy an, weil klar, Gespräch so ist. Ich sehe das. Ja, Kamera ist an, Herr Büssels. Ja, ich denke mir das, ja. Ja, das fragen ja auch einige Teilnehmer. Können Sie mich eigentlich sehen? Nein, natürlich nicht. Es sei denn, Sie schalten Ihre Kamera an und ich schalte sie frei, aber sonst natürlich nicht. Ja, also vielen Dank, Herr Dr. Bissels, für Ihre Zeit und für den Einblick und würden uns freuen, wenn Sie uns dann noch für weitere Vorträge zur Verfügung stehen. Gerne. Ich lasse den Chat noch einen Augenblick auf. Wie gesagt, freuen uns über kurze Rückmeldung und ja, wir laden Sie ein zur nächsten Veranstaltung über Sync, ob Sie wollen oder nicht. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, viel Spaß noch und bis bald. Bis bald.